Es Irmsche sitzt mit dem Schirmsche auf dem Tirmsche. Dann kommt das Stirmsche und plus Irmsche mit dem Schirmsche vom Tirmsche. Und jetzt viel Spaß bei Homesown. Homesown, das Original unter den Plagiaten. Das passiert, wenn du Vater Abraham und David Garrett bei Wish bestellst. Hier sind Markus und Timo. Willkommen in der Homezone. Zum Text im Intro. Wir klären Sie ja gerne auf über das, was in den Medien passiert. Der "Wenn man etwas auf Wish bestellt" Spruch ist eine Vorlage für unerfüllte Hoffnungen oder Erwartungen, der im Internet mit vielen Motiven verwendet wird. Ähnlich wie die Memes kürzlich mit Bernie Sanders, der überall reinmontiert wurde. Das Wish-Meme steht dafür, dass jemand einen billigen Abklatsch oder ein Produkt von minderer Qualität von etwas bekommen hat, angelehnt an das Kick der Online-Händler. Markus, hast du ein Beispiel dafür? Ein Bild von Beatrice Egli mit dem Spruch, wenn du Celine Dion auf Wish bestellst. Oder ein Bild von Andreas Scheuer mit dem Spruch, wenn du einen Infrastrukturminister bei Wish bestellst. Oder ein Bild von dir mit dem Spruch, wenn man Jan Böhmermann auf Wish bestellt. Markus, du bist ja wieder da. Irgendwas ist anders. Was hat sich denn getan? Irgendwas ist komisch. Glück gehabt, der Bart ist dran. Aber was hat sich sonst verändert? Irgendwas ist anders. Homeson ist immun. Yeah! Eine Zeit lang. Aber immun. Ja, also total. Ja. Ich hätte da schon mal mir so eine Spritze in den Arm jagen lassen. Und kein Effekt, nichts passiert. Ich habe relativ kurzfristig, ein paar Tage vorher, Info bekommen, wann meine zwei Impfungen sind. Im Abstand von, ich glaube, 6 Wochen. Da hatte ich Freitagsimpfungen. Bei Freunden war es so, dass manche danach ein bisschen müde und erschöpft waren und nichts Besonderes. Bei einem hat es gejuckt. Ich hatte überhaupt keine Wirkung gemerkt danach. Nebenwirkung. Ja. Wirkung hoffentlich schon. Wirkung weiß ich nicht. Ja. Das war freitags und am Montag drauf habe ich dann auch per Post noch die Einladung zu dem Impftermin bekommen. Aber zum Glück habe ich meine E-Mails rechtzeitig gelesen. Dann kann man im Nachhinein noch prüfen, ob man zum richtigen Impftermin war. Das ist doch nett von Ihnen. Das stimmt, ja. Ja. Ich weiß von Leuten, bei denen die waren weit über eine Stunde unterwegs in ihrem Impfzentrum. Ich war in Polch in der Eifel, ich war in 20 Minuten durch. Hat alles wunderbar geklappt. Danach muss man noch 15 Minuten dort bleiben, um abzuwarten. Nicht, dass man vielleicht irgendeine Reaktion hat, dass dann noch ein Arzt da wäre, aber es war alles problemlos. Du wurdest nicht geimpft, du hast einen anderen Weg gefunden für dich, dich zu immunisieren. Ja, ich habe lange gegoogelt, was man machen kann und habe mich einfach anstecken lassen und durfte diverseste Covid-19-Symptome entwickeln. Also sprich, ich war krank. Und, also ich war zuerst ja etwa 4 Tage wirklich krank im Bett mit Schüttelfrost und da ging es wirklich schlimm, dann ging es erstmal bergauf. Um dann wieder ganz langsam bergab zu gehen. Mir ging es dann jeden Tag so ein bisschen schlechter, mit so einem dumpfen Krankheitsgefühl, bis ich dann irgendwann dann doch gedacht habe, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, weil ich nicht weiter wusste. Mhm. Und da wurde ich dann durch eine Entzündungsreaktion im Körper, die wurde dann abgedämpft und dann war das zum Glück schnell weg. Mhm. Ja. Bis ich gedacht habe, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, klingt ja fast etwas fröhlicher, als ich das so mitbekommen habe. Ja, ich habe mich etwas gequält, muss man sagen. Also es ist keine schöne Sache. Es ist nicht schön, dass, also im Netz, wenn Leute schreiben, ach, dann stecke ich mich an, danach ist es vorbei.
ist möglicherweise das Dümmste, was einem überhaupt einfallen könnte. Verläuft ja auch nicht überall so, dass man danach wieder gesund ist und keine Spätfolgen haben. Ne? Also ich horche auch die ganze Zeit in mich rein, ob noch nicht irgendwas noch komisch ist, aber ich glaube, bei mir ist alles in... Nee, ich denke, dass alles, was komisch ist, war vorher da. Mhm. Ja. Den typischen Verlauf gibt es ja auch nicht unbedingt, aber es ist, glaube ich, generell so, dass zum Beispiel die Immunabwehr des Körpers halt überreagiert bei Covid-19, was die ganzen Vitamin-C-Schreiber im Netz immer so ein bisschen ad absurdum führt, weil im Krankenhaus bei Covid-19 dann schnell mal das Immunsystem gedämpft werden muss, damit man nicht noch kränker wird. Und bei mir war halt auch eigentlich eine Entzündungsreaktion, das, was dann wirklich unangenehm war. Also eigentlich auch ein zu viel der Abwehr. Das wurde dort ja auch gedämpft und dann war die Sache erstmal erledigt. Kleine Kursänderung. AstraZeneca darf im Moment nur an alle bis 65 verimpft werden. Für die Zielgruppe, für die es gedacht ist, hat man vergessen, Studien in Auftrag zu geben. Das muss ich nicht beunruhigen. Weitermachen. Danke dir, Maskottchen. Was gibt's sonst eigentlich so Neues von der Pandemie? Kuriose News! Von Bund und Ländern denken im Moment noch über wirksame Strategien zur Eindämmung der Pandemie nach. Erste Ideen sind schon durchgesickert. Es könnte vor Pfingsten einen Ruhetag geben, damit sich die Wochenendeinkäufe auf die Tage davor ballen. Einfach alles dicht machen. Oder der Muttertag könnte auf den Sonntag gelegt werden. Um eindeutige Entscheidungen treffen zu können, werden die Grenzwerte zu Inzidenzen künftig doch ausgewürfelt. Ja, und um mehr Verständnis in der Bevölkerung zu sorgen, beginnt die Ausgangssperre künftig nicht um 22 Uhr, sondern um 22.05 Uhr. So ist man sicher, dass keine Kritik mehr zu erwarten ist. Sollen die Infektionszahlen weiter hochgehen, haben die Ministerpräsidentinnen angekündigt, weitere Lockerungen durchzusetzen. Ja, und die bundeseinheitlichen Regeln wird es jetzt auch immer in 16 Versionen geben. Eine Top-Idee ist das. Wir warten bis zum Wochenende, dann sind die Fallzahlen endlich niedriger, weil viele Gesundheitsämter ja geschlossen haben. Oder einfach die Impfziele nachbessern, so wie die Klimaziele. Das wird ein trockener Sommer. Wir sind schließlich von so viel heißer Luft umgeben. Und Spaziergänge sind bis zu einer Schuhgröße von 42 erlaubt, solange man nicht länger als 3 Tage die gleichen Socken trägt. Führungspersonen in Ämtern müssen künftig 2-mal pro Woche bei ihren Mitarbeitern die Nase bohren. Auch die Türkei meldet einen Höchstwert an Covid-Infektionen, obwohl die Regierung alles dafür tut, dass die Menschen sich nicht versammeln. Zu ihrer Sicherheit werden sogar Tausende von Journalisten und Richter weggesperrt. Erfolglos. Die Linken schlagen vor, dass Kitas von 22 bis 5 Uhr nicht mehr besucht werden dürfen. Aufgrund der abendlichen Ausgangssperren wird Karl Lauterbach künftig im Studio von Markus Lanz übernachten müssen. Bei einer Inzidenz von 237 darf man dann abends auch nicht mehr mit dem Hund raus. Das ist die sogenannte Bundesnotbremse. Das Problem haben ja nicht nur Hunde, die sich zu Corona-Partys treffen wollen. Ach, schon wieder raus. Garfield. Es ist 10 vorbei. Jetzt geht's nicht mehr raus. Er muss halt mal die Blase zusammendrücken. Garfield. Um 5 darfst du wieder raus. War ich denn jetzt? Kein Verständnis, dieses Tier. Ich höre gar nicht mehr hin. Das meistgekaufte Stockfoto bei Bildagenturen im letzten Monat, die Notbremse. In der Pandemie kann man es nie allen recht machen. Aber es niemandem recht zu machen, das muss man auch erstmal schaffen. Dass man zum Impfen auch Impfstoff braucht, hätte man sich doch im Vorfeld denken können. Laschet und Merkel haben immer die richtige Antwort darauf, wenn es schnell etwas zu entscheiden gibt. Ich brauche noch Zeit, darüber nachzudenken zum Beispiel. Wir wollen keine überhasteten Entscheidungen treffen. Merkel kennt ja die Sprüche noch. Niemand hat die Absicht, eine Pandemie aufzuhalten. Würden die das in jeder Lebenssituation so machen? Ich stelle mir das so vor. Papi, ich muss aufs Klo. Und Vater Laschet antwortet, ich könnte dich dorthin bringen, aber ich denke noch darüber nach, wie ich das am besten mache und melde mich in ein paar Tagen nochmal. Naja, aus dem Jungen ist trotzdem ein Model geworden.
Angela, willst du mich heiraten? Die Frage, Joachim, sollten wir intensiv diskutieren. Ich möchte da Expertenmeinungen einholen. Zum Beispiel werde ich mit deiner Ex-Frau sprechen, mit einem Urologen und dann werde ich beginnen, darüber nachzudenken. Ach, romantisch. Naja, Experten zu fragen ist sinnvoll. Aber dann zügig zu handeln ist auch lebensnotwendig. Das Schiff geht unter, der Lotse geht von Bord. Nein, das mit Bismarck ist schon länger her. Wie heißt das Schiff geht unter, retten Sie die Passagiere. Merkel steht dann da und überlegt, wen sie zuerst retten soll. Sie hat da schließlich noch nicht zu Ende gedacht. Sie braucht noch etwas Zeit zum Nachdenken. Wird sich das ja keine 2 Wochen anschauen, aber dann vielleicht doch 3. Wen könnte man zuerst in Sicherheit bringen? Ein Problem, das die Europäer im Mittelmeer nicht haben. Touristen sind dort jetzt kaum. Aber regelmäßig sind geflüchtete Afrikaner dort unterwegs auf Booten, die für das Meer gar nicht ausgelegt sind. Da überlegt Europa dann nicht lange, wie man am besten rettet. Da schaut man einfach weg und ignoriert es. Im Inland hilft Ignorieren aber nicht, wenn man wiedergewählt werden will. In der Wahlurne haben wir nicht so viel Zeit, aber in den Monaten davor können wir in aller Ruhe darüber nachdenken, wer uns regieren will. Angela wird dann in Rente gehen. Darüber hat sie schon lange intensiv nachgedacht. Andere beweisen jetzt, dass sie Krise führen können oder nicht. Ob sie faire Ratschläge geben oder nur Parteipolitik machen. Die Ideallösung haben wir wohl alle nicht parat. Aber es hilft sich damit auseinanderzusetzen, wie sich Menschen in Notsituationen verhalten. Hier ist ein Notfall. Ja, bin gestürzt. Wie spät ist es? 22.12 Uhr, warum? Ach so, ist Ausgangssperre. Ach Mist. Ja klar, ich bleib hier liegen. 5 Uhr sind sie da. Ach, um 5 Uhr fahren sie los, ja. Okay, ich leite weiter. Bis morgen früh. Die FDP möchte jetzt allerdings gegen die Ausgangsbeschränkungen klagen, damit Christian Lindner in die Medien kommt, egal was beschlossen wird. Die Grippewelle 2020-21 ist schon vorbei, bevor sie begonnen hat. Selbst die Grippe nehmen sie uns weg. Hashtag Wut. Der ein oder andere echauffiert sich ja etwas im Internet, aber das sind Einzelfälle. Naja, wie man es nimmt. Also ich bekomme, glaube ich, pro Tag, wenn man sich so ein bisschen engagiert im Netz, doch einige schöne Beispiele zugeschickt. Nennen wir es zugeschickt. Man du wird provozierst bestimmt, das Ganze doch. Ja, mit diese Fakten und diese Wissenschaft ist einfach damit furchtbar. Damit brauchst du nicht zu kommen. Naja, ein bisschen was habe ich ja gesammelt. Das ist immer wieder schön. Man erkennt es auch an sehr schönen, bunten Bildchen. Das wirkt meistens dann sehr schlau. Zum Beispiel hier, ich versuche es mal so vorzulesen, wie es wahrscheinlich gedacht war. Lachbildchen, Lachbildchen, Lachbildchen. Oh, wie willst du denn jetzt hier wieder irgendwie beeindrucken? Du Held! Lachbildchen, Lachbildchen, Lachbildchen. Kommst mir vor wie die kleinen Jungs mit den Fake-Gucci-Handtäschchen, die sich wie King fühlen. Mach am besten in dein Profilfeld ein Bildchen von deinem BA. Lachbildchen, Lachbildchen, Lachbildchen. Was ist BA? Weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Es gibt nur in dem. Das war's. Also ja. Intellektuell war da jetzt nichts dabei. Es ist eine exquisite Fachlichkeit zu erkennen, auch argumentativ feinsinnig. Mhm. Ja, das sind so. Hast du noch mehr solche Literatur? Ja, selbstverständlich. Oh. Brech-Emoji. Zum Kotzen! Alle, die zur Impfung auffordern, sollten ihren Namen und Passnummern angeben und werden als Genozid-Mittäter angezeigt. Ausrufezeichen. Nicht juristisch, da die Justiz wissentlich eine Fiktion ist. Aber dorthin geschickt, wo meine Klagen auf routinierste Kriegsverbrechen bereits laufen. Zum Beispiel beim IWS, in der BIS, in der Vatikanbank, City of London. Das wirft sehr viele Fragen auf.
Ja, routinierte Kriegsverbrechen ist zum Beispiel ein lustiger Ausdruck. Und ich wusste auch nicht, dass in der Vatikanbank zum Beispiel dort Anzeigen aufgenommen sind. Ja, da wo die Klagen halt aufgelaufen sind. Ja. Ja. Und gegen alle, die aufrufen zu impfen. Übrigens, lassen sich impfen, also hat Spaß gemacht, war völlig unkommentiert. Ich glaube, ich habe schon erwähnt. Ja. Ich bin mir jetzt sicherer. Aber die Hobbyunterdrückten sind halt einfach, die leben in der Opferrolle. Also das ist halt wirklich herrlich. Ne? Also meistens wird man ja als dumm beschimpft, das ist immer so der erste Reflex, der kommt. Mhm. Nur um dann anschließend bei einer Gegenmeinung, wenn man sagt, ach, ich bin dumm, dann, du willst meine Meinung unterdrücken, ja, so läuft das doch bei euch. Ne? Wo man dann irgendwann denkt, was ist mit den Leuten bloß los? Ja, es gibt ja Studien, die ich exklusiv habe und sonst keiner hat, die sagen halt, dass Leute, die Angst haben, sei es um ihren Job oder tatsächlich vielleicht doch um das Virus, Angst um was auch immer, dass bei denen das Bindeteile im Gehirn zu der Zeit eher in den Hintergrund treten, sondern man versucht halt, Situationen zu leugnen, weil man mit ihnen nicht klarkommt. Das gibt es auch in anderen Lebenssituationen. Ich weiß nicht, ob man das jedem Einzelnen da vorwerfen kann, aber das könnte ein Grund sein, weil man sich ja immer überlegt, was denken sich diese Leute, warum sind die so? Es kommt einem ja vor, als ob das wahnsinnig viele im Internet wären, aber es sind halt die gleichen 5% oder so, die halt sehr laut sind und den ganzen Tag am Kommentieren sind. Also ich glaube auch, dass halt eine gewisse Überforderung eigentlich immer der Grund ist. Weil es geht ja meistens nur um Abweisen. Ne? Also ja. Leute, die dort mit dem Taschenrechner stehen, Prozentzahlen ausrechnen, mit meistens Zahlen, die keine Aussage haben, nur um die Zahl so klein zu kriegen, um zu sagen zu können, es gibt keine Pandemie. Was in der Regel meistens völlig inhaltsfrei ist. Ne? Mhm. Und dann halt, wenn man dann halt mit, keine Ahnung, Faktencheckern versucht, diese falschen Zahlen irgendwie zu gerade zu rücken, wird halt einfach Lachbildchen, 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 Lachbildchen. Die Fantasiewelt ist inzwischen ausreichend, um eine ganze Pandemie wegzuleugnen. Das reicht schon aus, dass man so dasteht und wie ein Achtjähriger. Gibt's nicht. Ja. Ja, zwischendurch, ich hab's dir erzählt. Ich habe die Woche an unsere Sendung berichtet, habe ich eine E-Mail bekommen, die ging auch an andere Verlage. Da ging es darum, reißt die Holocaust-Denkmäler ab, und da wurden viele Sätze geschrieben dazu, dass der Holocaust unmöglich war, dass der nie stattgefunden hat, dass 6 Millionen vergast wurden, völlig absurd sei das und das sei frei erfunden. Holocaust leugnen ist in Deutschland verboten. Ich habe das dann auch tatsächlich zur Anzeige gebracht. Richtig. Und ja. Die Adresse aha-magazin@irgendwas.de hat mir die Kriminalpolizei geantwortet, irgendwie, das würde Attila Hildmann Magazin heißen, war mir gar nicht bewusst, weil ich danach gesucht habe nach aha-magazin und habe nichts gefunden. Würde ja passen. Ja, dieser gute Herr ist ja für, naja, rumpeliges Denken und Meinungen bekannt. Und wird auch per Haftbefehl gesucht. Ja, ist schon ins Ausland geflüchtet, ja. Als Kämpfer für die Freiheit ist das in durchaus. Ja. Hast du noch mehr solche erheiterten Zuschriften? Wie viele will man haben? Gut. Ich kann ja gar nicht alles hören. Nein, vielleicht jetzt einfach mal noch ein Highlight. Es ist auch optisch schon ansprechend. Also das ist wahrscheinlich da jetzt. Mhm. Da ist es wahrscheinlich. Egal, ich versuche es vorzulesen. Es ist nicht einfach, weil es in ägyptischer Zeichensprache zum Großteil formuliert ist. Ich bitte auch Zuschauer, sich ein bisschen zu konzentrieren, weil es ein minimalistisches Kunstwerk ist, was zum Denken anregt und auch in der Sozialkritischkeit feinsinnig ist. Dadaismus, Hugo Ball, der Gründer von dem Dadaismus, kommt übrigens aus Pirmasens, um auch etwas Regionales einzuwerfen. Aber ich wollte dich auch diesmal nicht unterbrechen. Ach so, ja, gut. So. Es war eine Antwort, ja. Und Jugendgeneration doof, Ohr doof. Beides mal das gleiche Wort. Meh, 6 Schafbildchen. Süß. Neue Zeile. 6 Schäfchenbildchen. Meh. 5-mal Schäfchenbildchen. Schlaf, Schaf. Bitte weiter, Komma. Ich will dich nicht wecken. Es ist alles nur erfunden. Schlaf, Schlaf, Schaf. Weiter. Es ist alles erfunden.
Schaf, Schlaf, Schlaf, weiter. Meh. Fünfmal Schafbildchen. Mhm. Neue Zeile. Fünfmal Schafbildchen. Mhm. Meh. Fünfmal Schafbildchen. Das war's. Ja. Ach. Und darüber solltest du nachdenken. Ja, darüber. Viele Leute machen sich da ja gar kein Bild, was mit sowas ausgesagt werden kann. Mhm. Als Hintergrundinformation, der Herr verbreitet auch gern mal AfD, Ausländerhetze und wird von mir regelmäßig gemeldet, aber hilft ja meistens nichts. Alles nass hier. Was hast du geschafft? Ja, ich hab halt mal gemusst. Ich muss doch immer nachts raus. Ja, wo nachts raus muss, was geh ich nicht auf der Arbeit? Ja, Ausgangssperre. Ich darf doch nicht raus. Aber das machst du weg, meine Friesarische, gell? Punkt 5 Uhr gehst du raus aus dem Bett. Wir hängen doch nicht an der alten Rollebilder. Ich mach dir das nicht weg, das machst du schon selber. Ach. Ja, gleich morgen früh. Und misch dich, der Kerl. Kleine Info zwischendurch. AstraZeneca ist jetzt für alle Altersgruppen zugelassen. Das ist ja wunderbar, Maskottchen. Dann kann es ja jetzt losgehen. Nein, zugelassen ist es. Das heißt ja nicht, dass es vorhanden ist. Ich dachte, da wurden Millionen von Dosen produziert. Ja, aber die werden immer da verkauft, wo es am rentabelsten ist. Vertrag hin oder her. Okay, trotzdem danke für die Aufklärung, Maskottchen. Die Grünen haben sich mittlerweile entschieden, wer den Söder und wer den Laschet macht. Nur bei denen lief es ohne öffentliche Beleidigungen. Habeck hat inzwischen gemerkt, dass der Titel Kanzlerin für einen Mann doch ein bisschen komisch klingt. Bei der Union hat man sich mit Murren und Knurren. Ja, du kannst es besser mit dem Knurren. Bei dir passt es auch optisch irgendwie besser mit dem Knurren. Was? Aber ich glaube, ich schweife ein bisschen vom Thema. Oh ja. Also mit Murren und Knurren hat man sich bei der Union dafür entschieden, dass Laschet der Richtige ist, um sie in die Opposition zu führen. Obwohl er auch schon Wahlen gewonnen hat, wie zum Beispiel gegen die eigentlich damals sehr populäre Hannelore Kraft. Aber wir wissen, wenn zwei sich streiten, ja, dann wird einer von den beiden doch der Kanzler werden. Naja, wenn Laschet gewählt wird, wird er sich auch vielleicht über das Wochenende nochmal Zeit nehmen zum Nachdenken, ob er das auch wirklich machen will. Laschet würde sich nach einer Wahl erstmal ein neues Kabinett mit ganz vielen neuen Gesichtern aufbauen müssen, da viele heutige Minister ja dann in die Wirtschaft gehen. Baerbock hat noch die Chance vor sich, es zu versauen. Wenn auf der Erde so ein Chaos herrscht, dann flüchten auch manche schon mal ins All. Verständlich. Aber kann man sich dort wohlfühlen? Wir haben meine Kollegin zugeschaltet. Hier ist Clara Kolumna auf dem roten Planeten. Hallo, die Bilder des Mars Rover sind so hochauflösend wie der offene Kanal. Alles in HD. Viele Betrachter meinen erst einmal, das Saarland zu sehen. Aber nein, wir sind wirklich auf dem Mars. Hier gibt es Geröll und Hügel wie auf der Erde und einen ausgetrockneten See. Also ganz typisch wie auf der Erde. Ist es kalt da oben? Wo ich stehe, sind es minus 70 Grad Celsius. Ich habe extra eine warme Bluse angezogen. Was denken Sie, gibt es Leben auf dem Mars? Bisher sehen wir keine Bewegung, aber wir wissen es nicht. Vielleicht hat man hier auch gerade einen Lockdown. Klar. Sind Sie denn auch über Cape Canaveral geflogen? Nein. Erst über Frankfurt-Hahn, dann Singapur, dann über Florida. Das war einfach günstiger. Merken Sie denn etwas von der Anziehungskraft des Planeten? Oh ja, ich bin voll begeistert. Sie mussten da doch sicherlich irgendwelche Übungen machen, damit Sie fit für diese Expedition sind. Natürlich, ohne geht es nicht. Ich habe mich 2 Jahre darauf vorbereitet. Wow, und womit? Zumba, immer mittwochs. Vorangegangen ist ja die Aktion Apollo. Ja, ich war vorher beim Optiker, weil die Sichtverhältnisse sind hier vollkommen anders. Haben Sie den Rover denn schon gesehen? Ja, der ist schon hier vorbeigefahren, hat aber keinen Parkplatz gefunden. Denken Sie, dass irgendwann auch Touristen auf dem Mars fliegen? Also ich kenne es aus meiner Ehe so, dass ich meinen Ehemann auf
den Mond schießen möchte. Aber man hört, der Tesla-Chef Elon Musk plant schon eine Fluggesellschaft, die den Mars als Reiseziel anbietet. Das Projekt heißt Kohlenstoff Hansa. Und wenn das mit dem Tourismus dann kein Erfolg wird? Dann wird die Bundesregierung das Unternehmen mit einigen Milliarden retten. Deutschland ist also auch vorne mit dabei. Ja, wir Europäer leben ja nicht mehr hinter dem Mond. Wird nach Deutschland selbst irgendwann ins Weltall fliegen? Berechtigte Frage, ja. Der Bund plant schon eine Strecke zum Mars. Ach, man ist schon mittendrin. Wie lange baut man denn schon? Ja, seit 11 Jahren ist man bereits dabei. Und das Projekt heißt Germania One. Und wie weit ist man bisher? Es sind schon 2,8 Kilometer gebaut. Für alles Weitere fehlen noch die Genehmigungen. Wie groß ist denn der Mars ungefähr, dass wir uns das mal vorstellen können? Größer als die Erde? Nun, die aktuellen Zahlen der Erde liegen mir nicht vor. Ich kann mich hier nur auf die üblichen Vergleichsgrößen beziehen. Der Mars ist 300.000 Mal größer als das Saarland. Oh, das sind ja 2 Milliarden Fußballfelder. Oder 1 Million Mal das Anwesen von Wladimir Putin. Es wird bei der Expedition auch um den Abstand zur Sonne gehen. Ja, den Astronauten wird immer wieder eingebläut. Abstand, Abstand, Abstand. Welche Planeten dürfen denn als nächstes von Menschen erforscht werden? Also als nächstes steht auf dem Plan Uranus, der gelbe Planet, und auf dem Merkur plant Elon Musk demnächst eine Spielothek zu eröffnen. Ich sehe Sie jetzt ganz schlecht. Haben Sie Probleme mit dem Internet? Nein, hier auf dem Mars haben wir 6G, alles prima. Oh, dann muss es bei uns sein. Ach schade, jetzt ist es ganz weg. Aber wir haben Interessantes erfahren. Ich denke, der Flug hat sich gelohnt. Kleine Zwischeninfo. AstraZeneca wird im Moment nur an alle Männer über 60 verimpft. Wieso das denn jetzt? Ist so. Aber das war doch vorher für die Jüngeren zugelassen. Ja, sicherheitshalber. Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Nein, nur die aktuellen Statistiken. Das Vertrauen in AstraZeneca fällt in den Minusbereich. Na sowas, woher mag das wohl kommen? Keine Ahnung, dabei geben sich die Chefs dort solche Mühe. Möglicherweise machen irgendwelche Satire-Sendungen den Impfstoff schlecht. Sie sind natürlich der Anlass, dass das Vertrauen jetzt hinüber ist. Oh je, wenn alle 30 Zuschauerinnen nun diesen Impfstoff nicht mehr wollen, wird das nichts mit der Herdenimmunität. Aber danke für deine aktuellen Meldungen, Maskottchen. Ach, da sind wir jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Die Welt bleibt so spannend, wie man nimmt. Seien Sie auch in der nächsten Homezone wieder dabei. Und wir kommen wieder, bis es Ihnen gefällt. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Markus, dein Platz ist in Bayern. Was? Der Söder, den meine ich.